Ja, das kann ich mich erinnern. Ja? Ja. Ach ja, du hast den Händler totgeschossen. Wir haben keinen Händler mehr. Genau. Da war was. Das war das, wo ich den Händler aus Versehen erschossen habe. Aus Versehen. Ja, ich hatte der Finger, der Abzug hat sich aus Versehen gelöst. Es war keine Absicht. Natürlich doch. Er wollte mich betrügen. Kann nichts dafür. Aber natürlich doch. Wo mussten wir denn da hin? Kannst du mal auf die Karte gucken, dann siehst du es bestimmt. Müsste da, ja. Und da müssen wir Ja, hin. da bin ich doch richtig. Ja, fast. Wieso? Wieso fast? Aber ich glaube, es ist Sack, was es ist. Jo. Ach, da kann man gar nicht. Kannst du mal. Ach so, okay. Ja, kannst du mal reingucken. Ist da noch was drin? Hallo? Nee. Gut, dann nicht. Dann hier oben. Und doch hier weiter. Ich bin zurückgelaufen. Jetzt aber. Suche die Ja. Wege des. Was? Suche die Wege. Jemand zu Hause? Eine Kiste voller Geld. Voll Peters. Was für ein Peters? Ja, das sind doch alles Peters. Das Ding rührt sich nicht. Ist Wie immer. wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Was für ein Zufall. Oder jemand hat da einfach einen Schlüssel. Musik! Kannst du das bitte lassen? Es war nur ein Gong. Ja, aber so unerwartet. Ja, wie sollen sich die Gong ankündigen? Mit dem Vorgong. Ein Vorgong. Hat sich mit Vorgong erschrocken. Das ist kein Unterschied. Seit wann habe ich so jetzt eine Pistole? Ich brauche was anderes. Achso, das war ja gar nicht. Das war hier. Nehmen. Ich nehme mal. Boah. Hier hat jemand Essen gehortet. Dosen und Gläser, alles haltbar. Erinnert mich an meine Militärzeit. Ja, Leon. Guck mal alle weg, ich muss mal kurz ins Waschbecken pinkeln. Guckst du mal oben im Winkel? Besser. Was soll das sein? Schaben?
Oh, die Scheiße! Hat sich aber jemand erschrocken. Charlie war es nicht. Ich war es nicht. Oh, ich bin bis in meinen Greenscreen gefahren. Warte mal. Reiß hier die ganze Bude ab. Hm. Geht jetzt wieder? Warte mal. Oh nee, hier, hier und da, alles hier verschoben. Ich weiß auch nicht, wie sie sich erschreckt. Was? Keine Ahnung. Jetzt müsst ihr mit dem Grünstich hinter mir leben. Krieg ich jetzt nicht mehr richtig. Oh Gott. Du fährst doch gegen den Greenscreen. Du musst einfach nur. Cool. Ja, ja, klar. Oh Gott, was, oder? Mal prüfen. Dreckig. Wie kalt ist Küche, haben wir gerade gesagt. Ja! Ach, die hatte ich schon wieder fast vergessen. Ja, der knurrt auch rum, als hab ich das Gefühl. Was? Der Pille, der knurrt auch rum, als hab ich das Gefühl. Hinter mir. Help me, Leon. Ach, du stehst ungünstig. Nein, bleib da stehen, bleib da stehen! Ja, der kommt jetzt zu dir. Du hast gleich ungünstig hinter sich, ja okay, dann komme ich halt. Der war knapp. Der war knapp. Aber du hast recht. Mal ruhig sein, Charlie, kannst dich richtig konzentrieren beim Ziehen. Aber das liegt bestimmt nur an der netten Dame. Wer schreit denn da? Ach, da unten. Schießt. Aber vor die Wand. Da links, da links, da links. Ist der dämlich. So schön. Ja, du schießt auch. Mach ich auch. Das ist so ein Wettbewerb, wer die Wand am meisten trifft. Das ist halt aber nicht schlau. Mist. Na, er hat doch eher. Ach, halt doch die Fresse. Du siehst doch, dass ich zu tun hab. Das ist gut. Hä? Hm. Ah, ach. Jetzt kommt er raus. Schön in die Nüsse, da wird mein Kopffüßler auch draus platzen. Help! Leon! Helena! Mach erstmal einen Koffer oh, aus. Koffer. Diesen Koffer. Stein des nehmen. Glaubens. Oh. Na schön, dass deine Panzerung vor der Brust hat. Ich komme hier nicht weg. Wieso komme ich denn? Ich mit Schild und viel Power machen. Ich kam nicht mehr weg. Ja, Mann, die haben mich einfach eingequetscht. Was ist du denn? Die anderen zwei sind da auch von oben gekommen, also hätten die jetzt rein theoretisch hier oben sein müssen. Ja. Das hat doch gerade auch sehr gut funktioniert. Help
So, ja, dann gucken wir doch erstmal hier vielleicht rein, oder? Vielleicht sind die durch die Tür gekommen. Das ist eine kleine Munition. Die Tür geht wieder zu. Oh, die Perle geht mir auf den Senkel. Rette sie doch mal. Die kann doch einfach mal Fresse halten. Ich bin noch auf dem Weg. Ashley. Hallo, Püppchen. Oh, jetzt der Flotter Dreier. Was Licht aus, er sieht uns. Oh, Gott sei Dank. Lautsprecher ist aus. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Was bleibt da drin in diesem Spiel? Ins Lustmäulchen gefangen. Sie haben die Kamera ausgestellt. Ja. Ein Zufall. Ein schönes Ruhe. Ach, hätten wir es nicht gerade schon sehen können. Die haben auf Kalle gehört. Die wollen ja Ruhe und Dreisamkeit. Oh ja. Die wollen auch mal Spaß haben. Ach nee. Guten Tag. Got some rare things on sale. What are you buying? Kugelsichere Weste, die will ich haben. Der Stolzen. Die will ich haben. Ja. Der Stolzen, ich muss den vorher leisten. What are you buying? Willst du irgendwas machen? Nee. Können auch gar nicht viel machen, ne? Aber what are you selling? Goldlux. Ah, I'll buy it. Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Kann aber trotzdem nichts kaufen, ne? Hast du noch irgendwas hier rumliegen? Nein. So, warte mal, bevor wir hier jetzt weiter rumgehen. Da unten ist noch ein Schatz. Das heißt zurück. Oder ist das unten? Das ist bestimmt unten, ne? Das wird, wenn du runtergehst, sein. Hm? Ja. Da musst du ja eh runter. Ja, aber wo komme ich denn jetzt hier raus? Und da, wo du reingegangen bist. Oder da ist wieder so ein Schießstand. Jo. Du hast recht. Frag mich doch das nächste Mal. Ich hab dich ja gefragt. What are you buying? What are you selling? Der Meme gewohnte Satz. Eigentlich wie bei sieht auch, dass man kostbare Gegenstände kombinieren kann, um sie teurer zu verkaufen. Der Fuchs sah aus, als hätte man einen Edelstein in den Stirn geklatscht. Oh, klatschen können. Nee, hier kannst du nichts kombinieren. Also keine Verkaufsgegenstände. D. Natürlich D. Minus 1000.
Wie ist draußen? Was ist draußen? Achso. Wie ist draußen? Ja, mit der Waffe, wie soll ich das denn machen? Du nimmst doch noch die Waffe. Wartezeit. Kann ich die noch wechseln jetzt? Nein, kannst du durchziehen, Worten des Trendes und den anderen. Damit froh sein, sofort. Dass das Spiel dich nicht ins Minus einlöst. Was? Kannst du froh sein, dass das Spiel dich nicht ins Minus reingehen lässt. Kein Kollateralschaden, Charlie. Böse. Böse. Dann nehmen wir... Na komm, dann machen wir mal... Wie nett ich wieder bin, ich bin immer nett. Ey, ich halte jetzt nicht voll minus voll abstellen. Das wär's. Minus 50.000. Oh. Oh. Was? Hast schon wieder 1.000 angefangen. Ja. Auf Dynamit, ich bin alle hoch. Dynamit, ich hab's gerufen. Mann! Daneben. Ah, oh, das sehe ich doch nicht aber. Funktioniert alle. Aber die steigert sich von 0 auf 50, ne? Bitte auf das Dynamit schießen. Auf das Dynamit. Das heißt ja mehr als 50 Punkte. Na, immerhin. Immerhin. Ich meinen Preis jetzt? Spiel beenden jetzt machen müssen. Nice, geil, wie der Shooter-Coach. Zwei Kronkorken. Immerhin. Shooter-Coach. Habe ich den Tipp, den ich da mitgegeben habe? Ja. Ich muss ja schon wenigstens ein paar Punkte versorgen. Bist du wieder deprimiert? Wein wieder rum. Wein wieder rum, keine Zeit. Fliegt in die Luft und ist tot. Haben wir kurz reingeguckt.
Geh wieder zum Schießstand. Einsatz verdreifacht. Oh, Kalle, der Glück hat. Was denkt an Kalle, oder? Boah, das Glück nicht zu sehr aus. Das kann man ganz schnell schief gehen. Mein Höhepunkt der Karriere, was er denn macht. Es ist ja nur rotes Kraut finden. Das geht nicht. Das geht schief. Was geht schief? Kelle zockt schon wieder. Ach so. Wollte einer sagen, er verzockt alles. Gelbes, wir brauchten rotes, ne? Ja. Kannst ja anmalen. Ah. Wieso ist unsere Gelb-Grün-Mischung weg? Ach, weil wir gerade den anderen Speicherstand hatten. Ja, dann nimm ein grünes Kraut, kannst du eigentlich verwenden. Kannst du mit Gelb kombinieren. Aber ein Zweekräuter kannst du ja verwenden. Stimmt. Ah, nee. Hab 3K Chetons, die würde ich gerne einlösen. Wie ist eigentlich der Cheton-Euro-Wechselkurs zurzeit? Oh, ganz schön. Wechseln ist leider nur montags bei Charlie möglich. Was? Ja, Kalle, du kannst bei mir im Stream auf den Donation-Button gehen. Da gibst du dann den Betrag ein, den du wechseln möchtest. Und dann kriegst du das in 25 Jahren auf dein Konto überwiesen. So, hier genau. Wieso warst du denn noch nicht tot? Sag mal, warum war der noch nicht tot? Wenn du dich tot gemacht hast. Das ist doch doof. So, das war der Schatz, ne? Ja. Weiß ich auch nicht, was die hier gegessen haben. Ashley. Du meinst, die haben die Ashley hier vernascht? Klar. Irgendwie ist hier nichts außer der Schatz und die ganzen Waffen dabei. Hm. Du hast quasi runtergelockt vom Schatz und sitzt in der Falle. Ja, und jetzt sind wir bei diesen Knalltüten. Da müssen wir ja irgendwie dran vorbei, ja? Jo. Alternativ kannst du einfach eine Brandgranate runterwerfen. Nur so als kleine Information. Information. Das sind die roten. Hm.
sollte es vielleicht die nicht geprüfte Hand, sondern eher darüber holen. Das Ziel einfach. Schau, die kann da nichts spenden, hab keinen Blackboard. Oh. Hä? Steh wieder auf. Ach, das ist aber scheiße. Mit dem Ding kann ich nicht. Jetzt sind sie kaputt. Jetzt kannst du reingehen. Sagte er. Jetzt ist er kaputt. Der hat's mal kurz. Der hat's mal kurz gemacht, aber er umgefallen. Hier brummt aber noch was, oder warst du das? Ich fand das, ich hab Schluck auf. Brummen nicht Schluck auf. So. Da, siehst du. Ja, ist gut. Das ist meine letzte. Oh oh, keine Munition, ja? Dafür nicht, ne. Warum sagt mir niemand, das Spiel läuft, Mann, ey? DCD sagt es dir. Genau. Dark. Musst du gucken, DCD. Kann ja nicht wissen, dass du heute mal nicht arbeiten bist. Eben. Und guten Abend, Tag. DCD hat bestimmt zweimal geschellt. Ja. Du bist also zweimal dran erinnert worden, dass heute der Stream ist. Wieder keines. Ja. Ich verwende das mal. Hast du deine DCD-Benachrichtigung stumm geschalten oder so? Ist das nicht siehst du deine Mal? Solltest du das? Ich kontrolliere das immer, ob da Mr. Zellers und der Herr Lucky mal so nett sind und Bescheid sagen oder ob sie wieder mal diese Knochen jagen gehen. Das vergessen haben. Mach Slayer auf dem ersten Platz am besten. Nicht, dass du dann wieder suchst und das Falsche hast. Warte mal, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, Nummer 48 und Nummer 20 dürfen wir nicht löschen. Mein Handy hat einfach keinen Pieps gemacht. Wahrscheinlich habe ich das kann natürlich nicht sein. Dann liegt das aber nicht an uns, sondern an der Kommunikation zwischen dir und deinem Handy. Da sind wir quasi raus. Schmeiß aus dem Fenster. Das war die nicht. Nee, falsch, warte. Aufging. Genau. 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 Was ist da? Ja, fix noch was zu trinken. Da müssen wir hin, da gehen wir hin. Operating Room. Darunter müssen wir nicht, oder?
Wir müssen. Wie kommen wir denn jetzt? Da ist ja nichts offen. Bist nur eine Dreiviertelstunde zu spät, Manado. Alles gut. Die erste halbe Stunde hat Charlie auf dem falschen Spielstand gespielt. Also nichts. Hallo! Zähl das doch nicht sofort. Außerdem war das höchstens ein paar Minuten. Steht da einfach ein Koffer rum. Bist du eine Dreiviertelstunde zu spät, Manado? Man ist gut. Erst habe ich dann eine Frage auf dem falschen Spielstand gerade gespielt, also nicht so krass. Ja, ich war keine ganze halbe Stunde auf dem. Dass sie immer sowas sofort ausplaudern müssen. Warte mal, da geht nicht rein. Ja. Hier, Subscriber. Auch der Dark macht heute eine Wiederholung am 31. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Vielen lieben Dank, Dark. Ich glaube, du bist jetzt gleich auf mit dem Kalle. Ja, 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 Kalle und du gleich auf. Hi, danke für den Sub. Dann sage ich noch was. Das macht der Kalle jetzt für mich. Aber dein Tatar fehlt. Ja, dein Tatar fehlt. Das, da musst du jetzt eine Gebühr für zahlen, dass du keinen Tatar gemacht hast. Du musst eine also Gebühr von einer Schlüsselkarte. Weil wir heute Resub gemacht haben, haben wir hingeschrieben Tatar. Ich bin so ein halber Moderator. Halber Moderator. Jetzt engagieren wir schon halbe Lemminge. Du müsstest, glaube ich. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Das ist komisch. Kalle war. Hat einen VIP-Shop, ich glaube, oder? Ja. Es ist eine Art Laborgerät. Wofür das wohl verwendet wird? Drück doch einfach mal irgendwo drauf rum. Quicker. Sie scheinen eine Autopsie durchgeführt zu haben. Ist die Dings für meinen Namen? Nee. Nee, ist hier nichts was anderes gewesen. Ich kann mal gucken, ich dachte, du da. Da hat der VIP-Status. Ja, Kalle oh, hat und Dark hat auch. Dark auch, du. Kann ich da nicht rüber? Kalle ist ja. VIP und Doc ist VIP. Genau. Guck mal, da steht, die Tür ist verschlossen. Etwas im Zimmer blockiert sie, ne? Ja. Wenn du jetzt hier reinschaust, nischt. Und durchs Fenster und klettert er auch vielleicht. Nicht. Und oh, Scheiße. Nicht. Steht da irgendein Bein davor? Ja. Wie, wo, was mache ich denn dann jetzt?
Ja. Ach, tatsächlich. Das ist hier aus wie ein Zichthaus. Ah, okay. Okay. Da steht nichts. Wie so. Scheiße, zusammenhängt, Doc. Wie finde ich denn jetzt mal den Code raus? Das geht. Hier ist doch nichts. Oder auch nicht. Wie geht das denn, VIP? Okay, ich muss einen Code finden. Was heißt jetzt? Links. Ein Code, ja. Links. Nochmal, was steht hier? Da steht gar nichts. Weh, du stehst auf, Kollege. Luis Notiz. Die scheußlichen Kreaturen wie die L-Giganten und die Novistator sind nur Nebenprodukte der grausamsten und unmenschlichsten menschlichen Experimente, die an Wesen vorgenommen wurden, die vorher Menschen waren. Aber eine Art unterscheidet sich deutlich von den anderen. Dies sind die Regenadores. Regenerators. So. Sie haben einen überlegenen Metabolismus, dank dem verlorenen Körperteile blitzschnell regenerieren können. Ist ja nett. So etwas habe ich noch nie gesehen. Durch diese Eigenart sind sie mit gewöhnlichen Waffen fast unbesiegbar. Aber jedes Lebewesen kann getötet werden. Anscheinend leben Plagas in ihren Körpern ähnlich wie Igel. Egel. Man kann sie mit bloßen Augen nicht sehen. Sie lassen sich nur mit Hilfe von Thermografie finden. Um den Regenerierungsprozess zu unterbinden, müssen die Plagas gefunden und zerstört werden. Soweit ich weiß, sind die meisten Regeneratores von mehreren dieser Plagas befallen. Um einen Regenerator zu töten, müssen alle Plagas vernichtet werden. Ah ja. Kann ich testen nochmal? Was für Experimente werden hier durchgeführt? Ist ja doch den im Moment. Ja. Ich muss sie jetzt hier rein, nur für diese bekackte Notiz? So. Schlüsselkarte. Hi. Tschüss. Ah, der Feuer ist. Ah, der Feuer. Das war schon fast gut ausschauen. Ja, aber
Die sind ja nicht zu töten. Hat er geschrieben. Wie soll ich denn diese Plagas... Lass dich nicht ausweichen. Lass dich nicht erwischen und ausweichen. Lass dich nicht ausweiden? Ja. Ja, wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Also durchlaufen ist nicht. Charlie, ich glaube, du wirst angeknabbert. Ach, echt? Ja, was ist mit einer Blendgranate? Tu ich doch blenden. Die haben zwar keine Augen, aber das funktioniert zwar. Oder sprengen sie. Die Tür fühlt sich kalt an, es muss eine Art Kühlraum sein. Ich hab doch eine scheiß blöde Karte. Kühlraumschlüsselkarte eingesteckt. Öffnen. Ach! Achso, ich hab die Blendgranate. Noch ein paar Tierchen mehr. Hallo, hast du das Rohr nicht? Welches Was? Rohr? Hallo, hast du das Rohr nicht? Was denn für ein Rohr? Und guten Abend, Sherry. Sherry, Sherry, Lady. La 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 la. Sherry, okay, das Weibchen. Die wachen, glaube ich, alle auf. Für die Gut, dass der Gerbi das gleich machen muss. Anscheinend wurden diese Leichen mit dem Parasitenkörper tiefgekühlt. Ein grausames Ende. Wieso? Für die Sniper haben wir noch nicht so viele Zusätze gekauft, ne? Nicht, dass ich wüsste. Dann ist der Gegner leichter zu besiegen. Sie ist zugefroren, lässt sich nicht öffnen. Dann machst du doch warm. Mit einer Granate. Das gehört, Charlie. Wir müssen ja mal für die Sniper ein Rohr besorgen. Ja. Also die Gegner leichter zu besiegen. Habe ich gelesen. Das Rohr gibt's hier im Kühlraum. Dann such. Aber nicht zu viel spoilern, bitte. Mal gucken, mal die kuscheln. Ja, hier steckt ein Rohr drin. Steckt da Rohr in dem Vieh. Hiermit lassen sich Schlüsselkarten programmieren. Vielleicht kann ich die Daten auf meiner Schlüsselkarte zu denen einer anderen ändern. Ja, da war ja noch eine zweite Tür. Die Daten auf der Schlüsselkarte wurden geändert. Alles klar. Du hältst Schlüsselkarte für den Müllbereich. Betätigen. Es ist eine Art Kühlgerät. Ist nicht schlecht, ja. Ein bisschen kann man uns schon... Tipps geben, aber es geht nicht direkt vorspoilern. Ja, guck mal, jetzt haben wir doch ausgeschaltet. Jetzt können wir doch am Rad drehen, oder? Problem wird sein, dass die hier alle wach werden. Wenn das jetzt warm wird. Hm. Warm wird. Siehste? Dann macht das dann gleich wieder kalt. Infrarot-Zielrohr. Das meintest du wahrscheinlich, ja? Ja gut,
Shareplay ist sowieso gleich zu Ende, jetzt ist Gabi dran. Das ist wieder typisch. Bei den beschissenen Stellen, jetzt bist du dran, jetzt kannst du machen. Ja, ich kann noch nichts dafür. Nein, ich finde jetzt, das ist deine Passage. Du solltest das jetzt voll durchziehen. Ich kann noch nichts dafür, dass immer, das ist so, ist es doch, Ach so, das habe ich schon drauf, oder was? Nee, das hier brauche ich ja. Kombinieren mit... Schrotflinte. Schrotflinte? Nee, mit dem Schaufelgewehr, denke ich, oder? Sturmgewehr. Ja, Sturmgewehr ist ja... Ach du Scheiße! Nütze. Das schlendert nicht. Das Schloss wird... Klar, wenn ich den in die Brust auf diese Viecher schieße, dann entriegel ich damit die Tür. Ja, der hatte da den Schalter drin. Deswegen hat er geleuchtet, durch die Batterie ist heiß geworden. So. Durch dieses ewige Zusammenzucken haue ich mir ewig meine Kopfhörer raus. So, siehste. Und der hatte auch noch 5000 Peters dabei. Check. So, tschüsskes. Siehste, ist meine Passage gewesen, habe ich doch wohl gut gemacht. Er hat deine Autoschlüssel verschluckt, deshalb. Weil sie auf den Knopf gedrückt, Tür öffnen. Okay, jetzt bist du aber dran. Ja, gut, der Tausch. Die atmen mir zu viel. Atmen.